Ja, hallo, danke fürs Interview. Also meine erste Frage ist, in der Medienbranche, was gibt es da für Herausforderungen? Ja, Medienbranche, wie wir wissen, wir haben einfach jetzt die große Challenge, sagen wir, vom herkömmlichen Geschäft uns zu verändern, das heißt vom angestammten Printgeschäft weg Richtung Digital-Business. Das passiert jetzt schon die letzten vielen Jahre. Und ich sage, die Hauptherausforderung ist einfach, dass wir neue Geschäftsmodelle finden und vor allem auch die Themen monetarisieren können. Ich glaube, das ist die große Challenge. Das gesamte Anzeigengeschäft an sich ist auch in starker Veränderung. Das hat natürlich über viele Jahrzehnte sozusagen auch die Medienbranche sehr, sehr positiv beeinflusst, um aus dem Anzeigengeschäft auch Qualitätsjournalismus etc. Zu finanzieren. Jetzt haben wir halt einfach das Thema, wie können wir digitale Geschäftsmodelle finden, welche Classified-Portale sprechen einfach junges Publikum und aber auch, sage ich mal, das Publikum zwischen 30 bis 40 oder auch 50 Jahren an, wo man auch bereit ist, auch Geld dafür auszugeben. Und da sind wir halt wirklich in einer Challenge drinnen. Zusätzlich ist es für die IT natürlich eine Herausforderung, die Service relativ schnell, oder um nicht zu sagen, fast schon noch schneller als in der Vergangenheit zur Verfügung zu stellen und aber auch entsprechende Technologien zu bringen, wo wir auf unsere Schätze, auf die wir sitzen, das sind de facto die Archive, Archivdaten, die auch entsprechend dann darstellbar zu machen und über das sogenannte Multikanal-Thema dann auch auszuspielen. Das heißt, das verändert sich auch die IT-Strategie dadurch? So ist es, ja. Also auf die IT-Strategie generell hat es einen sehr großen Einfluss natürlich, weil diese Kern-IT-Themen, so wie sie in der Vergangenheit waren, ich nenne sie immer diese Dinosaurier-IT, die wird sich einfach verändern müssen. Du musst reinbringen einfach agile Ansätze und das ist einfach schwierig, sage ich mal, auch die Teams entsprechend aufzubauen, agile Teams zu haben, mischen mit herkömmlichen Betriebsteams. Das sind so die großen Herausforderungen auf der IT-Agenda, hier wirklich bestmöglich und vor allem agil unterwegs zu sein, damit wir einfach den digitalen Trend vor allem sehr schnell unterstützen können. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf Ihren Vortrag und viel Spaß noch beim CIO Award. Ja, vielen Dank.